Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der bekannte Schauspieler Jan-Josef Liefers zu Sendungsende ein Statement abgibt, das die Regie augenscheinlich nicht so stehen lassen will und die Sendung 7 Minuten länger laufen lässt, damit Karl Lauterbach und die panikschiebende Ärztin Ute Teichert auch nochmal zu Wort kommen. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Es kann nicht darum gehen, dass wir uns hier an Zahlen langhangeln und dann sagen, boah, prima, das ist aber die Marke, wenn wir die haben oder wir sind drunter, gar kein Problem, jetzt machen wir Freedom Day. Das finde ich so verrückt von der Diskussion her. Das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Woran soll man sich denn so anfangen? Nein, überhaupt, für mich ist die Diskussion über einen Freedom Day, stellt sich für mich nicht, weil ich eigentlich möchte, dass die Leute nicht erkranken. Wir haben ein neues Virus. Und das heißt, was die für Menschen Sie anstellt. Kommen diese Freiheiten nie wieder zurück? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich finde, die Argumentationslinie ist so sehr schwierig nachzuvollziehen aus medizinischer Sicht. Okay, aber ja, auch ein bisschen in der Welt, in der Umwelt. Also man kann ja jetzt nicht so tun, als hätten wir keine Nachbarn. Und dieses Gefühl, dass man hier so Hängen im Schacht hat, gerade natürlich nur noch ein bisschen bestärkt durch die Zeit zwischen zwei Regierungen, so zwischen den Jahren, zwischen den Regierungen. Aber wir können ja nicht so tun, wir können ja nicht einfach zugucken, dass um uns rum sozusagen immer mehr Freiheiten geöffnet werden und wir die Einzigen sind, die sagen, nein, 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 das können wir auf gar keinen Fall an der Zahl festmachen. Also irgendeine Art von Aussicht und Exit-Strategie brauchen wir jetzt. Ich habe es ja schon im Wahlkampf, habe ich mich schon gewundert, dass das für keine der Parteien ein Thema ist. Also so als gäbe es, hätte es das gar nicht gegeben, war der Wahlkampf. Aber jetzt brauchen wir ja nochmal irgendeine Art von, Entschuldigung, aber man hängt immer so eine Wurst da vor die Nase, ja, und Herr Braun hat mal gesagt, wenn jeder ein Impfangebot hatte, dann müssen wir mit den Maßnahmen zurückfahren. Diskutieren wir gleich. Und so, also, ja. Genau. Ja, die Diskussion ist doch falsch rum. Ich kann auch nicht immer nur auf die Ungeimpften gucken. Der größte Teil ist geimpft bei uns. So. Und die können die Freiheiten sozusagen nutzen. Ja. Ja. Dann kann ich doch nicht immer sagen, ich bestrafe die Ungeimpften. Das ist doch völlig falsch. Im Gegenteil. Ich belohne die geimpft sind. Und ich kann auch, man muss es auch mal aus der Perspektive des Ungeimpften sehen. Zum Beispiel der Ungeimpfte trägt jetzt vor, ich will in die Bar reingehen können, da sind 200 Leute, ich will mich nicht testen lassen, impfen will ich sowieso nicht, aber ich wäre gern dabei, ich fühle mich danach. Heute will ich dabei sein. Wenn er aber infiziert ist, dann kann er dort zig Leute also anstecken. Ja, und die sind dann die Leidtragenden. Aber die sind doch alle geimpft, oder nicht? Die anderen Leute, die da drin sind. Nee, wenn ich den einen Ungeimpften reinlasse, sind natürlich noch mehr Ungeimpfte drin. Das ist ja klar. Also die Situation wäre dann die, also die Ungeimpften nehmen für sich in Anspruch, die Freiheit muss ich haben, ich gehe da rein. Vielleicht so. Und dann stecken die Ungeimpften sich gegenseitig an. Und wir sind Jan-Josef Liefers bei der Frage, wie wir eigentlich in den nächsten Winter marschieren. Was würden Sie sich wünschen für den Herbst und den Winter dieses besonderen Jahres? Es ist dann schon das zweite Corona-Jahr. Ich denke, dass viele Fragen, die im Moment so im Raum schwirren und die man an die Medizin oder an die Politik stellt, vor allen Dingen, wenn man sie an die Medizin stellt, dort gar nicht ausschließlich nur hingehören. Es gibt immer mehr Fragestellungen, die keine reine medizinische Antwort mehr, wo das nicht mehr reicht, wo man einfach in die Gesellschaft zurückfragen muss und sich die Frage stellen muss, wie wollen wir eigentlich generell leben? Welche Art von Risiken, also wenn wir jetzt sagen, also jeder Kranke ist einer zu viel, wow, also dann es wird viele Krankheiten geben, wir müssen es auch nicht, wir sollen es auch nicht. Wir sollen Infekte haben. Jeder Kinderarzt sagt, ich habe selber Kinder, also 14 Infekte im Jahr, super fürs Immunsystem, na, schlecht für die Eltern, die schlafen dann wenig. Aber all das ist, also wie wollen wir eigentlich miteinander leben und welche Art von Risikomanagement wollen wir in Zukunft haben? 100% Safety, Zero, gar nichts mehr? Oder was erlauben wir? Und natürlich werden auch an anderen Krankheiten immer Leute sterben. Und auch da ist jeder einer zu viel. Wenn man sich natürlich auf so einen Standpunkt dann stellt irgendwann, ne, dann wird es verrückt. Also das ist eine Frage, glaube ich, die geht auch ein bisschen in die Gesellschaft zurück. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, dass ich mir sehr wünsche, dass der Diskurs, den wir, also wir unterhalten uns ja hier jetzt total friedlich, aber in der Twitter-Welt, in der Social-Media-Welt, auch zum Teil auch in der Presse, geht es ganz anders zu. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Jahres mit der Aussicht auf den Freedom Day, wann immer er nun jetzt kommt, von unseren Bäumen runterkommen und abrüsten, was Adjektive, was Sprache angeht, dass wir wieder zurückfinden zu einer Form miteinander, verschiedene, konträre und zum Teil auch abstruse Meinungen zu verhandeln.
wollen und zu akzeptieren und auszuhalten. Das können wir nämlich, das konnten wir schon mal, das können wir gerade nicht. Mhm. Und diese Stigmatisierung, also von Gruppen, die aus irgendwelchen Gründen, weiß der Kuckuck was, sie werden schon Gründe haben, eben diese Impfung nicht wollen, damit muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil auch das kann ganz schön viel Porzellan zerschlagen. Mhm. Wie so oft war das Fehlen von Sachinformationen wieder einmal auffällig. Thomas Walle durfte sich ausführlich darüber äußern, dass in Frankreich mit Impfdruck die Zahlen besser geworden wären. Es wurden aber keine konkreten Zahlen genannt und auch keine Vergleichszahlen, beispielsweise in anderen Ländern wie in Großbritannien, wo es seit langem keine Maßnahmen mehr gibt. Überhaupt wurde Großbritannien in der ganzen Sendung mit keinem Wort erwähnt. Es war aber augenscheinlich so, dass das ZDF den Eindruck erwecken wollte, es werde alles offen diskutiert, es würden auch die unbequemen Seiten würden zu Wort kommen. Deswegen sei Jan-Josef Liefers und Klaus Stöhr eingeladen. Sie könnten zu Wort kommen und es wäre alles in Ordnung. Die AfD wurde von Illner mit keinem Wort die ganze Sendung über erwähnt. Wenn von Opposition die Rede war, da war von Grünen und FDP die Rede. Das einzige Mal, als die AfD erwähnt wurde, war von Karl Lauterbach, als er der AfD unterstellte, sie würden die Leute vom Impfen abhalten. Was die Unwahrheit ist. Die AfD und auch andere rechte Gruppen machen ja mobil. Die sagen, lasst euch nicht impfen, die Impfstoffe sind gefährlich, also lasst euch eure Freiheit nicht nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, wie in anderen europäischen Ländern ist es auch bei uns so, dass die rechten Kräfte die Impfung nutzen, um sozusagen zusätzliche Anhängerschaft zu besorgen. Und wir wollen doch nicht mit der Impfpflicht diesen Kräften noch zuarbeiten. Das können wir nicht machen. Sondern wir möchten überzeugen. Wir erinnern uns. Wenn AfD-Vertreter interviewt wurden in der Vergangenheit, nutzten die Öffentlich-Rechtlichen jede Möglichkeit, um zu unterbrechen und Scheinrichtigstellungen vorzunehmen. Es mag einzelne Stimmen in der AfD geben, die sich kritisch über das Impfen äußern. Aber allgemeine Opposition ist, es gilt die Freiheit der Entscheidung. Alexander Gauland ist geimpft und die Spitzenvertreter Alice Weidel und Tino Chrupalla haben immer betont, dass die Entscheidung freiwillig ist und sie sich weder dafür noch dagegen äußern, sondern dass jeder das individuell, je nachdem wie gefährdet er das für sich entscheiden muss. Niemals haben Tino Chrupalla und Alice Weidel sich dafür ausgesprochen, dass Leute sich nicht impfen sollen. Durch das gewohnte Hervorheben und Verschweigen von Argumenten und Gesichtspunkten schürt Lauterbach wie gewohnt Panik. Für mich ist die Diskussion über einen Freedom Day, stellt sich für mich nicht, weil ich eigentlich möchte, dass die Leute nicht erkranken. Wir haben ein neues Virus. Und das heißt, was die für Menschen Sie kommen diese Freiheiten nie wieder zurück? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist so, das ist eine Meinung, die man haben kann. Man möchte also alle schützen und dann sagt man, okay, es gibt keinen Freedom Day, die Maßnahmen müssen bleiben. Was sie aber jetzt macht, Illner hakt ein, ja, da gibt es ja keinen Freedom Day. Dann sagt sie, nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Ihre Argumentationsfolge ist vollkommen logisch, dass es keinen Freedom Day geben kann. Aber das gibt sie nicht zu. Das heißt, sie möchte die Leute hinhalten. Man muss sich daran erinnern, diese Frau hat studiert, sie hat promoviert. Diese Frau hat keine geistige Behinderung. Und wenn sie keine geistige Behinderung hat, dann ist vollkommen klar, dass diese Unlogik ihr bewusst sein muss. Das heißt, sie macht es mit voller Absicht. Durch groß hervorgebrachte Emotionen zieht sie die Diskussion ins Unsachliche. Und es ist positives Selbstframing. Sie stellt sich als die Herzliche, als die Gefühlsvolle, als die Gute dar. Und dann ist es sozusagen natürlich auch gut, wenn es keinen Freedom Day gibt. Also das ist so diese positive, gefühlvolle Emotion verbindet sie damit. Und dann ist es umso schwieriger, dagegen anzuargumentieren. Dann steht man gleich als der Unmoralische da. In Wahrheit ist es eine Aggression gegen Liefers, gegen Stör und gegen alle Leute, die einen Freedom Day wollen. Sie werden damit sozusagen als Mörder dargestellt, die Tote in Kauf nehmen. Die unmoralisch sind. Es ist eine Verhaltensweise, wie sie die Grünen seit Jahrzehnten an den Tag legen. Man erinnert sich an Claudia Roth, immer dieses Aufgebrachte. Und immer, wenn die Grünen anklagen oder wenn diese Frau anklagt, diese ganzen Anklagepunkte, dadurch denkt man automatisch, sie selbst ist es nicht. Sie selbst ist gut. Genauso ist es, wenn andere Parteien die AfD als rechtsextrem beschimpfen. Dadurch sind sie automatisch nicht extrem, weil sie sich darüber ärgern, dass die anderen es sind. Das ist ein psychologischer Trick, der unglaublich mächtig ist und der bis jetzt von den wenigsten erkannt wird, leider. Die Sendung plätscherte so dahin und ich war schon etwas enttäuscht. Ich dachte mir, ich hätte mir etwas mehr von Jan-Josef Liefers erwartet. Es war dann aber so, kurz vor Sendungsende hat er sich nochmal ein Herz gefasst.
kommen und abrüsten, was Adjektive, was Sprache angeht, dass wir wieder zurückfinden zu einer Form miteinander, verschiedene konträre und zum Teil auch abstruse Meinungen zu verhandeln und zu akzeptieren und auszuhalten. Das können wir nämlich, das konnten wir schon mal, das können wir gerade nicht. Mhm. Diese Stigmatisierung, also von Gruppen, die aus irgendwelchen Gründen, weiß der Kuckuck was, sie werden schon Gründe haben, eben diese Impfung nicht wollen. Damit muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil auch das kann ganz schön viel Porzellan zerschlagen. Er hat die Dämonisierung beklagt, die Diskussionskultur. Natürlich sehr vorsichtig, aber das ist genau das Argument, das trifft. Weil die AfD macht auch meistens den Fehler, sie kritisiert die Maßnahmen. Aber die Maßnahmen sind nicht der wirkliche Kritikpunkt. Weil die Bundesregierung argumentiert dann, die Leute sind doch alle dafür. Die Krankheit ist so schlimm, wir haben uns für die Maßnahmen entschieden. Was wollt ihr eigentlich? Worüber beschwert ihr euch? Und es gab doch Tote, wir sind doch im Recht, ist doch alles gut. Und es ist dann so, die Leute, die das beklagen, sie spüren, es ist ungerecht, aber sie können da nichts sagen, sie sind irgendwie hilflos. Sie spüren, diese Leute sind fies, aber ich kann jetzt nichts, mir fällt jetzt gerade nichts ein, ich kann es nicht sagen, aber eigentlich weiß es doch jeder. Und auf diese Weise wird die Opposition eigentlich schon seit langer Zeit, schon vor Zeiten der AfD, geknebelt. Der Kernpunkt, der zu kritisieren ist, ist der gestörte Meinungsbildungsprozess. Gegner der Corona-Maßnahmen wurden systematisch ausgeblendet und verächtlich gemacht. Sie kamen überhaupt nicht zu Wort. Demonstrationen wurden kleingeredet, damit die bekannten Vertreter in Diskussionsrunden nicht zu Wort kommen. Damit die Medien ein Alibi haben, sie auszuschweigen. Mit allen Mitteln wurde versucht, die Teilnehmerzahl der Demonstration vom 1. August 2020 kleinzureden. Es auf unter 20.000 zu drücken, damit man argumentieren kann, das sind irgendwelche Spinner und Außenseiter, man muss ihnen nicht zuhören, man muss sie nicht in die Diskussion mit einbinden. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen ganz genau, dass sie den Auftrag haben, alle relevanten Meinungen in ihrem Programm abzubilden. Durch die systematische Ausblendung und Verächtlichmachung wurde im Laufe des Jahres 2020 systematisch in die Meinungsbildung eingegriffen. Deswegen ist die Feststellung, die Leute sind doch für die Maßnahmen, ist doch alles in Ordnung, wertlos. Die Öffentlich-Rechtlichen behaupten dann, es stimmt doch gar nicht, wir haben doch redlich berichtet, aber es gibt unzählige Beispiele, wo man sie greifen kann. Und die Opposition, besonders die AfD, sie muss diese konkreten Beispiele bringen, in Diskussionen. Sie muss die Medien damit in aller Öffentlichkeit konfrontieren, eine Themenlenkung darauf betreiben. Es ist so, dass die Medien AfD und Querdenken und andere Oppositionelle feindlich behandeln. Sie führen tatsächlich Krieg gegen diese Leute. Und diese Leute, ja, sie unterschätzen es, haben es zumindest unterschätzt. 2020, 2019. Wenn sie nicht untergehen wollen, dann müssen sie mit aller Entschlossenheit ebenfalls gegen die Medien kämpfen. Natürlich mit legalen Mitteln. Aber auch mit legalen Mitteln bedeutet es, hart zu sein und auch kalt zu sein. Man putzt dann Leute vor der Öffentlichkeit runter. Man will dafür sorgen, dass die Leute diese Medien nicht mehr konsumieren. Und das bedarf einer innerlich harten Einstellung. Es ist traurig, aber genau dieses Weiche, diese Harmoniebedürftigkeit, sie wird systematisch ausgenutzt. Ich bin auch so ein Mensch, der mild ist, der harmonisch ist, der immer gut sein will mit den anderen Leuten. Aber hier muss man logisch denken, auch wenn man es nicht fassen kann, weil man selbst will den anderen nichts Böses. Man schließt immer von sich selbst auf die anderen. Es ist aber so, dass die anderen Krieg führen gegen uns. Es ist arrogant zu glauben, man kann bestehen, ohne dass man kämpft, wenn man angegriffen wird. Man ist zu stark. Sie, ja, das sind halt diese Kleinen, die meckern ein bisschen rum, aber ich bin so stark, mir macht das gar nichts aus, ich muss gar nichts machen. So funktioniert das nicht. Sondern es muss eine Einstellung herrschen, wenn man in ein Interview geht, dass man die Öffentlich-Rechtlichen zerstört vor den Leuten. Die Leute dazu zu bringen, alternative Medien zu konsumieren. Nicht mehr die großen Medien zu konsumieren. Wenn die Leute weiter die großen Medien konsumieren, ihnen vertrauen, dann hat die AfD, hat die Opposition keine Chance. Dann wird die Opposition verschwinden. Man darf sich nicht täuschen. Natürlich sagen die Leute, ja, aber alles Weidel, sie kamen doch im Wahlkampf vor, die Leute erinnern sich doch. Die Medien fahren jetzt im Moment wieder harte Geschütze auf. Im Verborgenen. Jetzt nach der Wahl passen die Leute nicht so genau auf. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, vor der Wahl, wir machen es nicht so extrem, jetzt gucken die Leute genau hin. Jetzt gucken die AfDler genau hin und beschweren sich. Und jetzt nach der Wahl, jetzt geben wir wieder Vollgas. Die Medien wissen ganz genau, der Wahlkampf für die Wahl 2025, er beginnt genau jetzt. Und es reicht nicht aus, wenn man ein paar Wochen vor der Wahl ein paar gute Auftritte hat. Die Leute sind viel zu weit weg von der AfD, als dass das was bringt. Viele haben sich wahrscheinlich gedacht bei meinen Videos, es haben doch jetzt so viele Leute gesehen, alles Weidel hat doch gepunktet,
Sie kam doch vor, die Leute müssten es doch verstehen. Aber die AfD im Unterbewusstsein, sie ist so stark und wirksam dämonisiert über die Jahre. Was auch an den schwachen Auftritten 2020, 2019 liegt, an dem ganzen Streit, an den Vorlagen von Jörg Meuthen. Aber die Leute waren so weit weg von der AfD, da helfen nicht ganz schnell ein paar Auftritte. Oder die müssen dann auch noch besser sein. Da ist auch noch sind noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Gerade beim Klima wurde schwach argumentiert. Die Dauer ist entscheidend. Und das wissen die Medien. Die AfD hatte keinen einzigen öffentlichen Auftritt nach der Wahl in Talkshows. Und diese Stigmatisierung nehmen die Leute natürlich wahr. Also sie nehmen es so wahr, dass die AfD halt, sie ist halt einfach unmöglich. Und dann ist es normal, dass sie nicht eingeladen wird. Das hat bisher funktioniert und das wird auch weiter funktionieren. Das heißt, die AfD muss ihre gesamte Reichweite aufwenden. Alle Methoden aufwenden, um an die Bürger heranzukommen und sie von den Medien wegzubringen. Und da hat die AfD viele Möglichkeiten, die sie bisher nicht genutzt hat. Allein schon, dass man den Narrativen widerspricht, entschieden widerspricht. Aus meiner Sicht gehört auf die Webseite ganz groß, wir sind keine Dämonen. Gleich ganz groß den Narrativen widersprechen, weil das ist darum, worum es geht. Nicht irgendwie, wir sind eine sachliche irgendwas Partei, wir fordern das und das für die Bürger oder die anderen Parteien sind so und so. Sondern es geht, das Narrativ, das im Raum steht. Die AfD ist dämonisch, sie ist unwählbar, sie ist extrem. Und diesem Narrativ muss man sofort entgegentreten. Auf der Website, überall. Der Trick ist auch, dass diese Narrative meistens so ein bisschen versteckt sind, dass sie die Leute nicht wahrnehmen, also in Interviews nicht, die AfD-Vertreter. Die Leute nehmen es aber ganz klar wahr, dieses Narrativ. Und damit steht und fällt alles. Weil die Politik der etablierten Parteien, der Regierung, sie ist so schlecht, sie ist so unmöglich, die AfD muss zwangsläufig eigentlich stark werden. Weil die Inkompetenz, sie ist so unglaublich groß, sie ist so greifbar. Deutschland ist ja im Niedergang. Das geringe Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den anderen Ländern ist so gut wie überhaupt kein Thema in Deutschland. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Jetzt wird ein Mantel des Schweigens mehr oder weniger drüber gehüllt. Natürlich auf eine Art und Weise, dass die Leute es nicht wahrnehmen, dass geschwiegen wird. Die Leute sollen denken, es ist alles in bester Ordnung. Jedenfalls hat sich Jan-Josef Liefers zu Sendungsende dann doch noch ein Herz gefasst und hat die wichtigen Dinge angesprochen. Und es war dann so, dass obwohl die Sendung um war und eigentlich Ilner an dieser Stelle hätte Schluss machen können, die Sendung noch 7 Minuten länger ging. Normalerweise ist es so, dass wenn die Sendezeit um ist, relativ abrupt der Moderator abbricht und sagt, wir müssen es dann anders wählen, weiter diskutieren. Wir diskutieren das dann so weiter und die Kamera ist aus. Normalerweise so irgendwie. Aber das war hier gar nicht der Fall. Ilner machte ganz ruhig weiter. Anscheinend hatte die Regie ein Zeichen gegeben. Wir müssen jetzt nochmal weitermachen, sodass Karl Lauterbach und die anderen alle noch einmal drankommen. Damit dann die Leute nicht mit dem Eindruck von Liefers Statement aus der Sendung gehen. Und 7 Minuten ist schon eine relativ lange Zeit. Ich habe ein so langes Überziehen einer Talksendung, glaube ich, überhaupt noch nicht erlebt. Das sind alles Dinge, die sich die Opposition, damit ist gemeint die AfD oder Basis oder Querdenker oder wer auch immer, das müssen sich diese Leute merken. Weil das ist konkret, das kann man vorbringen in Zukunft. Man kann jetzt immer sagen, Jan-Josef Liefers gibt ein unangenehmes Statement ab, weswegen die Öffentlich-Rechtlichen die Sendung einfach 7 Minuten länger laufen lassen. Die Öffentlich-Rechtlichen reden sich raus und sagen, ja, nee, das haben wir einfach so länger laufen lassen. Aber wie glaubwürdig ist das? Die ganzen Zuschauer wissen natürlich ganz genau, dass die Sendezeit normalerweise nie überzogen wird. Es ist nur entscheidend, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Dass die Leute das wahrnehmen, daran denken. Es ist wie immer die Wiederholung. Es muss in Erinnerung gerufen werden. Aber mit solchen konkreten Beispielen kann man die Medien festnageln. Oder auch mit dem Beispiel, dass Ilner nicht ausgeräumt hat, das, was Karl Lauterbach über die AfD behauptet hätte, dass die AfD gegen das Impfen sei. Immer wenn ein AfDler unterbrochen wird, kann er sagen, Sie unterbrechen mich jetzt hier. Sie haben Karl Lauterbach damals nicht unterbrochen, als er Fehlbehauptungen über die AfD verbreitet hat. Und da spielt es keine Rolle, dass möglicherweise einzelne Leute der AfD gegen das Impfen sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sowas darf man nicht stehen lassen. Das sind Fake News. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind zur Wahrheit verpflichtet. Und da kann man sie ein Leben lang, kann man Ilner damit vor sich hertreiben. Kann man die Öffentlich-Rechtlichen vor sich hertreiben. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Diese Beispiele, wenn man sie im Kopf hat, dann hat man Macht. Diese Beispiele, man muss sie immer vorbringen, wenn man die Leute von den Medien abbringen will. Und das hat man. Man hat so viele Möglichkeiten. Die AfD hat unendlich viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass alles aussichtslos ist. Aber es ist ein harter, langer Weg. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.